So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Hallo. Also, dieses Mal stellen wir unsere eigene Mayonnaise her, weil mit der Industriemayonnaise kann ich mich nicht so anfreunden. Um meine Mayonnaise anzurühren in einem Küchengerät, brauche ich 2 Teelöffel Senf, 1,5 Liter Öl, und zwar neutral schmeckendes, also Sonnenblumenöl, so etwas, nicht Olivenöl. Zitrone ist je nach Geschmack, ich habe mal 3 Hälften hier liegen, frischen Estragon. Eine Avocado, mein Empfinden von Mayonnaise. Eine Chilischote, die Kerne rausgenommen. Ein Knoblauch. Und jetzt kommt 4 Eigelbe. Die müsst ihr allerdings, da müsst ihr Bio-Eier kaufen. Also nicht aus dem Supermarkt irgendwelche Eier. Bio-Eier, so frisch wie möglich. So, jetzt los. Als erstes die 4 Eigelb in den Mixer. So. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass das Öl sehr langsam hinzugefügt wird. Jetzt wird es laut, Freunde. Jetzt gucke ich mal. Sehr fest. Das werden wir jetzt etwas auflockern. Wir nehmen eine Zitrone. Dann Pfeffer aus der Pfeffermühle bitte. Salz. Knoblauch. Chili. Das ist jetzt meine Art der Mayonnaise. Also die ist jetzt scharf. Ihr könnt die auch so basic so lassen, gar nichts machen, nur ein bisschen Zitrone. Aber ihr könnt jetzt auch das tun, was ich tue. Chili, Knoblauch, Avocado. So, nicht erschrecken, eine winzige Spur Zucker. Dann 2 Löffel Senf. Und noch Zitrone. Jetzt wird das Ganze ein bisschen hellgrün, hoffe ich. Sonst nehme ich noch eine Avocado. Die Früchte sind ja auch immer unterschiedlich groß. Jetzt wird das Ganze nochmal durchgemixt. Jetzt frischen Estragon, das ist hier ein bisschen viel, hinein. Jetzt ein letztes Mal mit der Maschine. So, jetzt ist fertig. Leicht grün, das zeige ich euch jetzt hier mal. Das ist wegen des Estragons und der Avocado. Diese Mayonnaise hält sich, ich sag mal, 3 Tage im Kühlschrank. Also länger sollte man sie nicht aufbewahren. Ihr Lieben, unsere Mayonnaise ist fertig. Ich habe sie in hellgrün, sage ich mal, gemacht, mit Avocado und Estragon. Ihr könnt sie aber in rot machen, mit Paprikaschote, mit Tomate, mit allem Möglichen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich schlage vor, wenn ihr jetzt ein schönes Buffet macht oder ein Grillbuffet macht, setzt ihr die Mayonnaise in eine Schüssel mit Eis, etwas Minze oder Zitrone dran und dann habt ihr so mehrere Sorten. Das ist ganz originell und das hat nicht jeder, ne? Also freuen sich eure Gäste.